Was bin ich in den Augen der meisten Menschen? Ein netter, ruhiger Mann. Dessen Schicksal einen guten Verlauf nimmt. Er ist harmlos. Verrückt. Böse. Einsam. Und der große Künstler. Ein Niemand. Ich habe einen Brief von Vincent van Gogh. Wieso soll ich den Brief von einem Toten zustellen? Dein Vater will ihm doch nur seinen Respekt zollen. Und warum? Wärst du gestorben und da wäre ein Brief, ich würde ihn haben wollen. Er war hier glücklich. In nur 8 Jahren war er von einem Amateur zu einem einflussreichen Maler geworden. Unglaublich. Wie ist es möglich, dass einer von absolut gelassen und normal in 6 Wochen selbstmordgefährdet wird? Vincent wollte sterben. Ich weiß es. Warum sind Sie hergekommen? Sie wollen so viel über seinen Tod wissen. Aber was wissen Sie von seinem Leben?